Wir müssten den Herrn jeden Tag, jede Sekunde danken, dass wir hier sind, in der Gemeinde, bei den Geschwistern, beim Herrn, mit dem Heiligen Geist, weil andere, in meinem Dorf, wo ich lebe, andere, die in einer anderen Gemeinschaft sind, in anderen Religionen leben, die haben es schwer. Wir haben den Herrn, wir haben den Heiligen Geist, der uns führt. Und wenn ich das sehe, auch mit den Institutionen, andere Weltinstitutionen, Religionen, was die machen, jetzt habe ich schon wieder gelesen, da sträuben einen Gläubigen eigentlich die Haare mit der Homosexualität, Trauen und solche Geschichten. Aber lassen wir das. Wir danken dem Herrn auf jeden Fall, dass wir hier sind, dass wir den Weg des Herrn gehen und vor allem, dass unser Herz, dieses kleine Organ, das Wichtigste ist eigentlich, dass das offen ist, offen für den Herrn, offen für die Geschwister, so dass wir den Weg weiterhin gehen können und zufrieden sein, dass wir den Herrn haben, dass wir den Heiligen Geist in uns tragen und zufrieden sein mit dem Herrn, auch danken mal dem Herrn und nicht murren vor allem. Und das ist das, was jetzt bei mir so im Kopf ist, dass man einfach auch mal Danke sagen kann. Und für die Geschwister danke, für den Herrn, dass wir den Weg gehen, Danke sagen. Da würde ich gern Psalm 146 lesen. Psalm 146. Und es fängt auch so an, wie wir aufgehört haben. Halleluja, das ist, lobe den Herrn, preis den Herrn. Das kürzeste Gebet, Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Meine Seele. Ja, also die Seele von uns, wir jeder individuell, so wie wir hier sitzen, unsere Seele lobt den Herrn über den Heiligen Geist. Im Gebet, im Geiste. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinen Gottlob singen, solange ich bin. Solange ich lebe, solange ich bin. Wir müssen es machen, weil wenn wir das nicht machen, wenn wir vorher aufhören, wir haben viele Geschwister gesehen, die reingekommen sind, die auch wieder gegangen sind. Der Herr sieht. Und wir müssen den Herrn loben und die Gebote halten vom Herrn. Die Gebote sind hier in der Bibel, wir kennen sie alle auswendig. Und trotzdem, es ist schwer, der Weg. Trotz allem, wir wissen es ja, wie schwer das ist. Weil nicht nur von außen die Pfeile kommen, von der Welt die Pfeile, sondern auch vom Innen, vom Kopf, die Gedanken kommen im Kopf. Wenn das Herz zu ist. Deshalb ist das Wichtigste im Lobpreisen, im Gebet, auf den Knien Lobpreisen und das Herzchen aufmachen. Weil alles andere ist zu schwierig. Und das kannst du, liebe Seele, am besten, wenn du, so habe ich sie auch bei mir, wenn du dieses Gebet, das kürzeste Gebet machst, Halleluja, Halleluja, Jesus Christus. Und da kommt langsam das Herzchen auf und die Gedanken gehen weg. Aber nur, wenn du den Herrn, wenn du im Geiste bist und den Herrn preist. Vers 3, verlasst euch nicht auf Fürsten und auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Ja, auf Fürsten, auf Regierungen, auf Könige, auf Menschen generell. Nein, nur der Herr, auf den kann ich mich verlassen, als Bruder. Nur den Herrn vorangehen lassen und dann weiß ich, ich bin auf dem sicheren Pfad und ich weiß, dass ich zum Herrn komme, wenn ich den Herrn vorangehen lasse. Fährt sein Geist aus, wird er wieder zur Erde
Also ein Mensch, wenn er gestorben ist. An dem Tag ist es aus mit allen seinen Plänen. Wir kommen von der Erde und gehen wieder in die Erde. Wir kommen vom Staub und gehen wieder in den Staub. Aber wo geht denn unsere Seele hin, unser Geist? Zum Herrn. Und das ist das Ziel, das, was wir immer wieder sagen, das ist das Ziel. Es ist ein einfaches Ziel, aber auch gleichzeitig ein schweres Ziel. Weil diese Pfeile von der Welt, die kommen natürlich, die Pfeile auch mit dir selber, mit den Gedanken, was ich vorher gesagt habe, die kommen auch. Und trotzdem musst du den Weg gehen. Und trotzdem führt dich der Herr, weil er dich kennt. Er weiß, wie du bist, er weiß deine Charaktereigenschaften, er weiß deine Persönlichkeit, er kennt dich von Anfang an. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf den Herrn, seinen Gott. Er hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darin ist. Er bewahrt Treue auf ewig. So ist der Herr. Er liebt uns, er liebt dich, liebe Seele. Aber du musst ihm folgen, wie seine Jünger gefolgt haben, bis auf einen. Folgen, gehorsam, Disziplin haben für den Herrn und vor allem seine Gebote machen. Und der Herr liebt Gerechtigkeit. Wenn du irgendwann mal einen Pfeil abbekommst von der Welt, der Herr wird es dir vergelten wieder. Er liebt die Gerechtigkeit. Er hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darin ist. Er bewahrt Treue auf ewig. Auf ewig. Nicht auf eine Lebensepoche, 70, 80 Jahre, sondern von Epoche zu Epoche zu Epoche zu Epoche. Auf ewig. Warum macht er das? Weil er uns liebt. Er hat seinen einzigen Sohn für uns hingegeben am Kreuz von Golgotha. Er verschafft den Unterdrückten Recht und gibt den Hungrigen Brot. Der Herr löst die Gebundenen. Wir kennen auch welche in unserem Dorf, die sind gebunden von ihren Zwängen, von ihren Phobien. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Die sind richtig gebunden, ja, also schwierig irgendwie zu erklären. Das ist auch eine Krankheit, ne? Das ist auch eine Sucht. Das ist mit Zwängen behaftet, mit Phobien behaftet. Das löst der Herr. So einfach. Es ist einfach. Aber man muss treu sein. Man muss diesen Weg weiterhin verfolgen, der zum Herrn geht. Diesen steinigen und felsigen Weg, der schmal ist auch. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet die Elenden auf, der Herr liebt die Gerechten. Ich muss die Brille anziehen. Man wird älter, der Herr weiß es ja. Jeder wird älter. Der Herr behütet den Fremdling, er hält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen lässt er verkehrte Wege gehen. Wenn jemand nicht zum Herrn will, er lässt seinen Weg, dass er auf dem falschen Weg ist, das versteht er nicht, der Gottlose. Er meint, er wäre auf dem richtigen Weg, mit allem drum und dran. Er lässt es. Der Herr lässt es. Er lässt jedem seinen eigenen Willen. Von Adam und Eva schon angefangen. Er lässt jedem seinen eigenen Willen. Wenn er nicht will, dann geht er seinen eigenen Weg. In die Verdammnis. Der Herr wird herrschen in Ewigkeit, dein Gott, o Zion, von Geschlecht zu Geschlecht. Halleluja. Der Psalm, ich weiß nicht, wer das, David wahrscheinlich hat geschrieben, das war schon damals so. Man muss nur eins sehen, der Herr lässt jedem seinen eigenen Willen. Und wenn ich von mir ausgegangen bin damals, ich wollte den Herrn kennenlernen erstmal und dann wollte ich den Weg gehen zum Herrn. Und er hat es, weil dann kamen die Zeugen Jehovas, dann kam jemand anders, dann kamen die weltlichen Begierden.
dann kam das, das und das. Aber ich wollte den Herrn kennenlernen. Ich wollte eigentlich von der Geschichte her die Bibel mehr kennenlernen, also vom Historischen, von der Geschichte heraus. Und der Herr hat es so umgewandelt, dass ich dann auch zwischen den Zeilen lesen durfte, so dass ich das Geistliche immer mehr verstehe. Und so ist es. Wenn der Herr sieht, einer möchte ihn kennenlernen, jemand möchte ihn kennenlernen, er sagt nicht nein. Er sagt ja, komm zu mir, meine Seele. Würde ich gerne was anderes noch lesen? Und zwar Johannes, Kapitel 14. Auch in meinem Bekanntenkreis, in meinem Verwandtenkreis, die verstehen das gar nicht. Die verstehen die Bibel nicht, sagen sie. Ja, sag mal, aber dann lest doch einfach mal Johannes-Evangelium als erstes, weil das das Evangelium der Liebe ist. Ja, aber sie verstehen dann das Geistliche da nicht, was Jesus Christus will von mir und so weiter. Da habe ich gesagt, ja, aber was will er denn von dir? Er will, dass du ihm nachfolgst und dass du auch im Himmel bist. Das ist das einzige Ziel, was er von uns will. Mehr nicht. Er will nicht Reichtum oder was anderes von uns. Er will, dass wir ihm folgen und in den Himmel kommen. Das ist das Ziel. Ja, was muss ich dann machen? Habe ich gesagt, du musst nur dein Herz aufmachen. Dein Herz lesen, Erkenntnis herausbringen und dann, wenn es soweit ist, in Wasser taufen lassen. Das alte Leben weg, das neue runter. Aber nicht so wie in den Kirchen ein bisschen spritzen mit dem Wasser, sondern ganz runter und wieder hoch. Das ist doch einfach, liebe Seele. Ja, es ist aber trotzdem schwierig, weil die sind dann zu faul zu lesen, die Bibel zu lesen. Dann sind sie da wieder zu faul. Und habe gesagt, ja, lesen müsst ihr, wie wollt ihr sonst machen? Ja, beten und lesen. Das ist natürlich das, was ihr machen müsst. Ja, wollen sie nicht. Dann gehen sie ihren Weg und nicht den Weg des Herrn. Ab Vers 15, Johannes Kapitel 14, ab Vers 15. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Die Gebote, wo hier drin steht. Und ich will den Vater bitten, Gott Vater, seinen Vater, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Was ist das, der andere Beistand? Natürlich der Tröster und der Fürsprecher, der Heilige Geist. Hier steht es. Weil viele dann sagen, naja, das gibt es gar nicht. Es geht schon so weit, dass die nicht an den Heiligen Geist glauben. Die glauben nicht an Gott Vater, Jesus Christus, der Sohn und Heilige Geist. Glauben die nicht. Hier steht es in der Bibel, im Johannesevangelium. Und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt, das sind die Seelen, die in der Welt sind und nicht zum Herrn kommen möchten, und der Herr den freien Willen gegeben hat, und dann sollen sie ihren Weg gehen. Nicht empfangen, das ist bei mir auch im privaten, im persönlichen Verwandtenkreis sehr viele, die gehen ihren Weg, aber nicht den Weg des Herrn. Nicht empfangen kann, denn sie beachten ihn nicht und erkennt ihn nicht. Sie beachten ihn nicht und erkennt ihn nicht, ihr aber erkennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ja, jeder von uns hat den Heiligen Geist, die Geistestaufe, verbunden mit der Zungensprache. Das ist der Heilige Geist, der Tröster, der Fürsprecher, der Erbauer. Ohne den geht gar nichts. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich komme zu euch mit dem Heiligen Geist. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Das hat er zu den Jüngern gesagt. Weil er wusste, dass es so kommen wird.
Weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Durch den Heiligen Geist, den er nachher auf die Erde bringt. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir. Und ich in euch durch den Heiligen Geist. Wer seine Gebote festhält, die hier in der Bibel sind, diese Gebote, die einfach sind, und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Da steht es nochmal. Der ist es, der mich liebt. Einfach Gehorsam, Treue, Liebe, das Herz aufmachen zum Herrn, zu Jesus Christus. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da spricht Judas, nicht der Ischariot, zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht die Welt, nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, da kommt es nochmal, wenn jemand vom Herzen Jesus Christus liebt und seine Gebote hält, dann hat er es, dann hat er einen ganz starken Fürsprecher mit seinem Vater, mit dem Heiligen Geist, und es geht nur noch zum Herrn hin, aufwärts in den Himmel. Jesus, Nummer 23, Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wie? Wie macht man Wohnung? Nur durch den Heiligen Geist. Wer mich nicht liebt, der befolge meine Worte nicht, und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Gott Vater hat Jesus Christus gesandt für uns, dass wir an ihn glauben, an Jesus Christus glauben, so dass wir weiterhin den Weg gehen können. Und dafür haben wir einen starken Fürsprecher, den Heiligen Geist. Wenn es Not ist, dass wir dann im Gebet über den Heiligen Geist weiter vorwärts fahren. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Da war er noch bei den Jüngern. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Da steht es ganz eindeutig. Ich verstehe die Seelen, die in der Welt sind, verstehe ich eigentlich nicht, weil wenn man liest, versteht man es. Und man kann Jesus nachfolgen. Eigentlich einfach. Man muss nur nachfolgen, man muss nur gehorsam sein und nachfolgen. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Das eine ist die Welt, da arbeiten wir, da haben wir unsere Familien, da leben wir. Das andere ist das Geistliche. Das Geistliche ist immer höher als das Weltliche, egal in welcher Form es ist. Immer höher, muss auch immer höher sein. Weil im Geistlichen ist der Beistand. Im Geistlichen ist Gott Vater, Jesus Christus, sein Sohn und der Himmel. Und da, das ist unser Ziel, dass wir in den Himmel kommen. Ich habe mit dem Bruder vorher gesprochen, wie war das im Mittelalter? Die ganzen Gläubigen, die von gewissen Kirchen verfolgt worden sind. Wie war das im Mittelalter? Die waren auf dem Scheiterhaufen und haben Lob gesungen, den Herrn. Und sie wussten, dass sie sterben. Wie war das im Mittelalter? Sie wussten, dass sie sterben am Scheiterhaufen. Frieden hinterlasse ich euch. Wie war das Herz von denen, wenn sie wenn überall Feuer ist und du siehst, du wirst sterben, du weißt, wie ist das dein Herz dann, wenn du noch singen kannst? Also Lob singen, Lob preisen, christliche Lieder preisen.
am Marterpfahl. Quasi. Wow. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, weil die Welt sagt immer, Friede, Friede auf der Welt, in der Welt. Nein, da ist kein Friede, da ist Streit und Durcheinander. Gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch sage, ich gehe hin und ich komme zu euch. Er kommt, ich gehe zum Himmel und er kommt wieder zurück zu uns. So würde ich euch, ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Aber trotzdem, der Sohn ist gestorben, Jesus Christus, der Sohn ist gestorben und sagt es dann dem Vater. Deshalb beten wir, durch Jesus Christus sprechen wir zu dir im Geiste und in Wahrheit zum Vater. Und nun habe ich euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Er hat es vorher den Jüngern schon vorgewarnt, bevor es geschehen ist. Es ist später geschehen, aber er hat den Jüngern gewarnt und die haben es natürlich nicht verstanden. Die haben es dann wieder verstanden, wo sie im Gebet sind, über den Heiligen Geist, was Jesus damals gesagt hat zu ihnen. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Also an Jesus Christus hat der andere nichts. Weil er weiß, Jesus Christus ist Gottes Sohn. Ihn kann er nicht. Aber wen kann der andere? Uns kann er angreifen. Egal in welcher Form. Uns. Mit den Gedanken, mit Krankheiten, mit alles Möglichen. Uns kann er angreifen. Deshalb sollen wir gewappnet sein, im Gebet, in der Gemeinschaft gewappnet sein, im Lesen vor allem auch. Damit aber die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat, steht auf und lasst uns von hier fortgehen. Er sagt den Jüngern noch, ich handle, wie der Vater es mir sagt. Und so hat er auch gehandelt. Und so ist er auch gekommen, was er sagt. Und ist es nicht so, wenn er zu uns spricht, egal jetzt in welcher Form zu uns spricht, mit Träumen, mit Prophezeiungen, mit anderen Sachen, mit Brüdern, Geschwistern, wenn er zu uns spricht, dass es so kommt? Bei mir ist es immer so hundertprozentig gekommen. Und der Herr hat mich immer aus dem Schlamassel herausgezogen. Ich persönlich, die Person Michael, hat sich selber in den Schlamassel reingezogen und der Herr hat mich wieder rausgezogen. Aber warum? Weil er mich liebt. Aber warum liebt er? Genauso wie euch. Weil wir das machen, was er will. Weil wir gehorsam sind. Weil wir den Heiligen Geist haben. Weil wir die Gemeinschaft haben. Weil wir das Gebet vor allem haben. Deshalb sagt er, mein Kind, ich ziehe dich raus aus den Problemen, folge mir wieder weiter nach. Den Weg, den er für uns, vorgesehen hat. In den Himmel. Und nichts anderes, nichts Schlechtes und nichts Böses ist im Himmel. Himmel ist Liebe. So wie Jesus Christus geliebt hat, uns geliebt hat, selbst dann noch, wo er am Kreuz war, in der letzten Sekunde, ja, hat er uns geliebt am Kreuz. Und ich glaube, dass es dann auch unserer Liebe bedürft, dass wenn er uns so geliebt hat als für uns, dass wir ihn genauso lieben. Ich würde zum Schluss noch mal was anderes lesen, und zwar Philipper 4. Philipper 4, ab Vers 4. Philipper 4, ab Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Warum sollen wir uns denn nicht freuen? Wir wissen, wo wir hingehen. Wir wissen, dass wir den Herrn in uns haben durch den Heiligen Geist. Wir wissen, dass wir
im Himmel sind später, unsere Seele, unser Geist. Und wir haben die Liebe von Jesus Christus, die er uns gegeben hat. Mit anderen Eigenschaften. Demut, Liebe, Barmherzigkeit, Langmut, diese Gaben kommen noch dazu. Das wissen wir ja alles. Was kann uns dann anhaben, wenn irgendein Pfeil von der Welt an uns reingeht und sagt, ja, so und so. Nein, nichts. Das wäre zu kleinkariert gedacht, weil das Endziel als solches ist der Himmel. Und da wir wissen, dass der Herr in uns ist, wird der Herr uns auch beschützen. Aber wir müssen seine Gebote halten. Das ist es, was wir machen müssen. Seine Gebote, wie hier in der Bibel steht. Euer Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Das sind eine der Sanftmut, Liebe, Langmut. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagungen eure Anliegen vor Gott kund werden. Nur durchs Gebet. Und der Herr wird es machen. Wie ein Vater es macht für seine Kinder. Der Herr wird es machen. Wenn wir es ihm sagen in der Zwiesprache, im Gebet. Wenn wir unsere Probleme ihm sagen, wird der Herr es machen. Aber du musst den Glauben dann auch haben. Du musst den Glauben haben, dass der Herr dich im Gebet erhört und sagt, ja, ich mache es, deine Probleme ausmerzen. Diesen Glauben musst du aber in dir tragen, liebe Geschwister. Und dann wird es klappen. Und es ist ein Vorangehen, es ist nicht nach hinten gehen, sondern ein Vorangehen, nach vorne gehen, hinterm Herrn hergehen, aber nach vorne ist das Ziel und nicht nach hinten. Und Danksagung, natürlich, Danksagen euer Anliegen vor Gott, immer Danksagen dem Herrn. Und die Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Du hast automatisch den Frieden. Der Herr gibt dir die Antwort und du hast den Frieden im Herzen. Automatisch. Du weißt, dass es so wird. Du weißt automatisch, die Lösung kommt. Der Herr ist verantwortlich für deine einzelne Lösung. Und dann klappt es auch. Aber der Glaube muss da sein. Ne? Der Glaube, Glauben heißt nicht spüren, nicht hören, nicht riechen, nicht sehen. Glauben, was hier drin steht. Glauben, dass Jesus für uns gestorben ist am Kreuz. Glauben, dass es einen Heiligen Geist gibt. Glauben. Vers 8. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Das Gute, aber nicht täuschen lassen, weil das Herz ist trügerisch. Deshalb immer im Gebet noch zusätzlich. Weil das Herzchen ist immer trügerisch. Das ist bei mir genauso wie überall. Als Beispiel, ich möchte gerne Motorrad fahren, als Beispiel, und ich bete zum Herrn, ich möchte ein Motorrad. Und auf einmal sagt der Herr, du kriegst ein Motorrad, das war als Beispiel. Nee, so einfach ist es nicht. Das Herz geht eigentlich nach dem Körper, also nach dem Leib mit, nach dem einfachen Weg. Deshalb immer nochmal den Herrn fragen. Was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Alles, was mit dem Glauben zu tun hat, mit Jesus Christus zu tun hat, als solches, als zweiten Bereich, als weites Feld, das ist gut. Alles andere, das merkt man auch bei den Büchern, esoterische Bücher in anderen Weltreligionen, das sollte man nicht lesen, man sollte eigentlich nur die Bibel lesen. Weil sonst kommt man durcheinander. Und hier
wenn wir den Herrn nachfolgen wollen, lesen wir von der Bibel heraus. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört an mir gesehen habt, das tut und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Das hat er zu den der Paulus zu den Philippern gesagt. Weil der Paulus hat immer gebetet, der war im Geiste. Und das hat die Gemeinden aufgebaut in der heutigen Türkei, Kleinasien und Griechenland. Und er war vom Saulus zum Paulus und hat das gemacht, was der Herr will. Und wir machen auch das, was der Herr möchte von uns. Und das steht auch in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, ab Vers 38, 42. Die vier Säulen des Glaubens, das ist die Gemeinschaft, das Gebet, das Lesen und das Abendmahl, was jeden Sonntag passiert. Aber in der Gemeinschaft betest du, in der Gemeinschaft hast du das Abendmahl und in der Gemeinschaft liest du auch. Weil wenn ich so dran denke, wenn daheim beten ist okay, aber ich glaube nicht, dass ich dann mehr als 20 Minuten beten kann auf den Knien, weil dann irgendjemand wieder kommt oder was anderes geschieht und unsere Gedanken dann nicht so frei sind, als wenn wir hier in der Gemeinde beten. Und deshalb kommen wir auch zusammen, so dass wir in der Gemeinde beten und auch durch den Heiligen Geist uns auferbaut. Und ich denke, wir sollen das auch weiterhin machen und Amen.